Deutschland 1920. Die allgemeine Lage ist trostlos, für die Bevölkerung wirtschaftlich schwierig. Die junge Republik wird von radikalen Parteien bedroht. In dieser Situation tritt am 4. Februar das erste Betriebsrätegesetz in Kraft. Wir haben dieses 100-jährige Bestehen des Betriebsrätegesetzes zum Anlass genommen, die Geschichte der Mitbestimmung bei Evonik Industries einmal aufzuzeigen, nachzuzeichnen. Und wir sind hier in das Konzernarchiv eingestiegen und haben tatsächlich für unsere Vorgängergesellschaften, der Degussa, der Hüls, der Röhm und Haas, der Stockhausen und der Goldschmidt AG, haben wir sehr viel Material zur Geschichte der Mitbestimmung gefunden. Wir haben das Ganze jetzt in einem Buch herausgegeben und haben es mal hier aufzeigen wollen, welchen Stellenwert die Mitbestimmung auch bei uns hat. Die Anfänge der Mitbestimmung liegen bei Evonik bereits im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Damals wird das industrielle Arbeitsleben von sehr langen Arbeitstagen und Rechtlosigkeit bestimmt. Eine Ausnahme bildete die Degussa, weil ihr Mitbegründer Heinrich Rössler ab den 1870er Jahren soziale Leistungen gewährte, wie eine Krankenversicherung, Rentenversicherung oder eine Pensionskasse. Und vor allen Dingen hat er seinen Arbeitern einen Arbeiterausschuss genehmigt, ab 1898. Und die Arbeiter hatten das Recht, bei Lohn- und bei Arbeitssicherheitsfragen mitzusprechen. Die Arbeiterausschüsse gehörten zu den ersten in Deutschland und blieben es eigentlich auch bis Mitte, Ende des Ersten Weltkriegs. Die Revolution, die 1918 nach dem verlorenen Krieg in Deutschland ausbrach, vernichtete die alten Strukturen. Die Weimarer Republik brachte Rechte und Freiheiten für die gesamte Bevölkerung. Am 4. Februar 1920 verabschiedete der Reichstag das erste echte Gesetz zur Mitbestimmung. Dieses Betriebsrätegesetz enthielt Regelungen, die wegweisend wurden. So entsandten ab 1922 Arbeiter und Angestellte Vertreter in die Aufsichtsräte. Da trafen zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander. Auf der einen Seite die Bankiers und die namhaften Politiker, die man aus der Zeitung kannte. Und auf der anderen Seite der kleine Arbeiter und der Angestellte, die zum Teil nicht mal einen guten Anzug besessen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die beiden sehr, sehr schwierig war am Anfang, aber dass sie sich ganz gut eingelebt haben in ihre Rollen als Aufsichtsräte. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 bereitete der Mitbestimmung jedoch ein schnelles Ende. 1934 wurde das Betriebsrätegesetz aufgehoben. Fortan bestimmte bei den Evonik-Vorgängergesellschaften also die Partei, was gut für die Belegschaft war. Und es gab keine gewählten Arbeitnehmervertreter mehr. 1938 wurde dann das große Werk in Marl gebaut, auch mit Hilfe tausender Zwangsarbeiter, die keinerlei Rechte besaßen. Der Zweite Weltkrieg war noch nicht zu Ende. Da bildeten sich auch bei den Evonik-Vorgängergesellschaften erste provisorische Betriebsräte. Die Unternehmer akzeptierten sie, weil sie ihre Unterstützung benötigten. Die von den Alliierten im Sommer 1945 genehmigten Betriebsratswahlen machten aus den Provisorien schnell reguläre Institutionen. Die neuen Betriebsräte spielten bei der Entnazifizierung eine große Rolle. Sie sorgten dafür, dass offensichtlich Belastete entlassen und politisch Einwandfreie weiterbeschäftigt wurden. In der noch jungen Bundesrepublik trat 1952 das Betriebsverfassungsgesetz in Kraft. Es bildete ein einheitliches Fundament für die Arbeit der Betriebsräte und verbesserte sie. Zum Beispiel durch die Einrichtung von Wirtschaftsausschüssen. In ihnen muss das Management seither die Betriebsräte über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens informieren und Zahlen erläutern. Ende der 1960er Jahre führten wirtschaftliche und gesellschaftliche Umbrüche zu Unruhen in vielen Betrieben. Sie gipfelten 1971 im großen Streik der IG Chemiepapier-Keramik. Er dauerte rund 4 Wochen und war bis dato der einzige Tarifstreik in der chemischen Industrie der Bundesrepublik. 1972 trat eine Novelle des Betriebsverfassungsgesetzes in Kraft. Obwohl im Vorfeld hart verhandelt worden war, sahen sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer in ihr die Basis für eine stärkere Zusammenarbeit.
Laut dieser Novelle mussten fortan Gesamtbetriebsräte gebildet werden. 1976 kam dann ein weiterer Meilenstein, nämlich das Mitbestimmungsgesetz, was dann ermöglicht hat, auf Unternehmensebene bei über 2000 Mitarbeitern in den Konzernen Mitbestimmung in den Aufsichtsräten zu gestalten. Gleichzeitig hatten wir Anfang der 70er Jahre Lohnerhöhungen im fast zweistelligen Prozentbereich. Und zum Auslaufen der Dekade, Ende der 70er Jahre, kamen wir in die Situation, dass wir auch den Urlaubsanspruch auf 30 Tage anheben konnten. Und davon profitieren wir alle heute noch gemeinsam. 1988 wurden auch Sprecherausschüsse gesetzlich festgeschrieben. Damit wurde Pflicht, was bisher vereinzelt bei den Vorgängergesellschaften von Evonik bereits existierte, eine Vertretung der leitenden Angestellten. 1999 stellen sich die Weichen für die heutige Evonik. Durch Verschmelzung entsteht zunächst die Degussa Hüls AG. Aus einer weiteren Fusion geht 2001 die neue Degussa AG hervor. Auch die Betriebsräte fusionieren. Wir als Arbeitnehmer müssen das kulturelle Erbe, was wir im Gepäck haben, ein Stück weit überwinden, müssen eine gemeinsame Identität finden. Gleichzeitig muss man sich da zueinander raufen und gucken, wie man gemeinsam dann die Kulturschranken unter Umständen überwindet. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, weil es ging letztendlich darum, nicht nur Gehaltsanpassungen und Nivellierungen durchzuführen, sondern sämtliche Konditionen bis hin zur Altersversorgung, wenn man so will, zu harmonisieren. Und das kostet Kraft, Energie. Und das muss man gemeinsam gestalten. Nur so geht das. Ab 2003 übernimmt der Bergbaukonzern RAG schrittweise die Degussa. Ein Prozess, aus dem am 12. September 2007 die Evonik Industries AG entsteht. Als Unternehmen der Montanindustrie bringt die RAG neue Regelungen in den Konzern. Darunter die im Montan-Mitbestimmungsgesetz verankerte starke Stellung der Arbeitnehmervertreter. Ich denke, dass die Transformation der RAG Aktiengesellschaft zur heutigen erfolgreichen Evonik Industries als ein Spezialchemiekonzern ein sehr schönes Beispiel dafür ist, wie die Mitbestimmung helfen kann, solche großen Transformationsprozesse zu organisieren. Und ich denke, dass ohne das Mitwirken der IGBCE, ohne das Mitwirken der betrieblichen Mitbestimmung, eine solche Transformation nicht möglich gewesen wäre. Stetige Veränderungen der Arbeitswelt und des Unternehmens prägen seit 100 Jahren die Arbeit der Betriebsräte bei Evonik. Sie haben sich immer weiterentwickelt, um sich den hohen Anforderungen stellen zu können. Mitbestimmung wird auch in Zukunft bei Evonik eine große Rolle spielen, weil wir wollen, dass im Zeitalter der Digitalisierung auch der Mensch im Mittelpunkt steht. Mitbestimmung bei Evonik ist auch in Zukunft unverzichtbar, weil es Menschen braucht, die sich für andere Menschen einsetzen. Weil es weiterhin ein starkes soziales Korrektiv braucht. Weil gerade in schnelllebigen Zeiten die Kolleginnen und Kollegen starke Partner an ihrer Seite brauchen. Weil wir der Garant für gute Arbeitsplätze sind. Mit unserer Publikation Menschen machen Mitbestimmung haben wir aufgezeigt, dass die Mitbestimmung tief in unserem Unternehmen verwurzelt ist. Und persönlich bin ich der Überzeugung, dass sie in der Vergangenheit einen großen Beitrag, einen großen Wert geliefert hat und es auch in Zukunft helfen wird, Evonik zukunfts- und wettbewerbsfähig aufzustellen. Das ist der Beitrag, das ist der Wert der Mitbestimmung bei Evonik Industries. Gestaltungskraft ist das, was wir bei Evonik haben. Nicht trotz, sondern gerade wegen der Mitbestimmung. Dabei geht es immer um eine gute, um eine enge und vor allem um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, um einen Schulterschluss zwischen Kapital und Arbeit. Wir wollen der beste Spezialchemiekonzern der Welt werden und das Leben heutiger und künftiger Generationen besser machen. Und erreichen werden wir das gemeinsam. Denn das Modell der Sozialpartnerschaft hat Zukunft. Und zwar eine gute. Evonik. Leading Beyond Chemistry.